Leute, ich weiß, viel beschäftigte Woche. Ihr seid doch auch alle im Prestige-Grind von Call of Duty Black Ops 6, oder? Aber es gibt mal wieder ein paar Gaming-News. Und ich sage euch ehrlich, mir ist erst beim Schreiben von diesem Skript aufgefallen, wie fett eigentlich die letzte Woche war. Heute gibt's Call of Duty, Monster Hunter, Dragon Age und mehr in den Gaming-News. Wer nicht unbedingt auf dem Mond lebt, hat mitbekommen, dass ein neues Call of Duty erschienen ist. Und es ist überraschenderweise ziemlich gut. Bleibt zwar weiterhin ein Call of Duty wie immer, aber ist mit Abstand das beste COD seit einer Weile. Details gibt's in meiner Review. Laut Microsoft ist es sogar der beste COD-Release aller Zeiten und liefert nicht nur Rekordverkaufszahlen, sondern treibt Game Pass-Abonnenten in die Höhe. Verständlich, wer das neue Black Ops 6 einfach mal testen will, der spart sich mit dem Game Pass ordentlich Kohle, vor allem, wenn man nicht damit rechnet, das Spiel über Monate hinweg zu spielen. Black Ops 6 in den Game Pass zu packen, war ein cleverer Move, aber es ist nicht alles im Butter. Eine Diskussion findet ihr gerade sehr stark in der Call of Duty Community und trotz meiner positiven Review ist das ein Problem, was dringend angegangen werden muss. Ist euch aufgefallen, dass es Situationen gibt, wo ihr einem Gegner 300 Kugeln in den Rücken schießt, einen Hitmarker nach dem anderen bekommt, der nicht stirbt, er euch aber zweimal trifft und ihr sofort tot seid? No! God, please, no! 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 Viele schreien jetzt sofort Skill-Based Damage. Ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt, aber wer kann denn den Leuten das übel nehmen, wenn man solche Szenen sieht? When you get a kill. That was 8 hit markers. What? Meine Theorie ist eher Probleme im Netcode und Lag Compensation gekoppelt mit den neuen Hit Registration Zonen, die im Black Ops 6 eingeführt wurden. Das muss dringend bearbeitet werden. Und nein, das ist kein "ich reg mich auf, weil ich verloren habe, alle anderen sind Cheater" Mimimi-Gerede, sondern ein beobachtbares Phänomen in großen Teilen der Community. Der Multiplayer von Black Ops 6 ist wirklich klasse, also please fix, Treyarch. Immerhin erscheint heute die Nuketown Map in Black Ops 6. Wir kriegen also als kleine Entschädigung immerhin die beliebteste Map der Black Ops Reihe zurück. Ein offizielles Statement seitens Activision und Treyarch bezüglich dieser inkonsistenten Damage-Verhaltensweisen steht noch aus. Ich bin gespannt, was es am Ende ist. Was deutlich weniger frustet als der COD-Multiplayer ist die Monster Hunter-Reihe. Und Wilds erscheint zwar erst im Februar, aber wer ungeduldig ist, kann jetzt die Beta spielen. Richtig gehört, wer es verpasst hat, hier nochmal die Info, dass ihr dieses Wochenende die Beta zocken könnt und wir richtig viel coolen Inhalt für das Spiel erhalten. Enthalten ist nämlich bereits die vollständige Charakter- und Palico-Customization, die ihr dann zum Release im Februar auch übertragen könnt. Anschließend dürft ihr das Tutorial spielen, wo ihr euer erstes Monster bekämpfen werdet. Nach dem Tutorial steht euch eine komplette Jagd zur Verfügung, wo auch die Online-Funktionalität freigeschaltet ist und ihr gemeinsam mit Freunden auf Jagd gehen könnt. Falls ihr euch also in die Beta stürzt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das aktuelle Monster Hunter Wilds findet. Ich bin nämlich ziemlich gespannt auf den vollen Release und freue mich auf die Jagd. Kommen wir jetzt zu einem sehr heiß debattierten Spiel. Dragon Age The Wailguard spaltet Meinungen. Die einen sagen, es ist die triumphale Rückkehr von BioWare zu alter Stärke, die anderen sagen, es ist eine absolute Katastrophe. Ich sag noch gar nichts, denn meine Review ist noch in Arbeit. Wie man es auch nimmt, das Spiel steht im Moment noch auf einer soliden 84 auf Metacritic, aber die Kontroverse ist gerade, dass man BioWare vorwirft, hier die Ergebnisse gefuscht zu haben. Gewissen Content-Creators wurden keine Review-Keys gegeben, der Rest wurde aktiv darum gebeten, gewisse Questlines und Charaktere nicht zu erwähnen. Der Vorwurf? Man nimmt positiv gesonnene Reviewer und schmeichelt diese dann noch mit Review-Keys und mehr. Ich möchte mir erst eine Meinung zum Spiel bilden, wenn ich es durchgespielt habe, aber muss sagen, dass auch schon einige Content-Creators, die ich gerne gucke und deren Meinung sich oft mit meiner deckt, wie beispielsweise SkillUp, eher negativ von dem Spiel sprechen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn das wirklich ein krass gelungenes RPG ist, in dem man versinken kann. Ich werde auch direkt nach diesem Video damit starten. Lasst uns also zum letzten Punkt für heute kommen. Videospielverfilmungen. Manche sind gut, manche sind absolut mies und manche Projekte, die in Arbeit sind, wirken vielversprechend. Auf der Gamescom wurde ja bereits Secret Level angekündigt. Das erscheint im Dezember und solltet ihr auf jeden Fall auf dem Radar haben. Aber das ist nichts Neues, was aber ziemlich überraschend kam,
Outlast, das Horrorspiel, wird verfilmt. Das Outlast-Universum ist vielleicht nicht das meistbekannte Franchise in der Gaming-Welt, aber gerade Horrorfans haben dieses Spiel in guter Erinnerung. Mit erstaunlich tiefer Lore für so ein Spiel hat Outlast durchaus viel Potenzial, sich auch im Filmformat zu etablieren. Sehr gespannt, wie dieses Projekt laufen wird. Eine schlechte Nachricht gibt es dann allerdings auch noch. God of War-Serie von Amazon wird vermutlich noch ein Weilchen dauern. Nach mehreren Skriptversionen, die alle abgelehnt wurden und Uneinigkeiten bezüglich der kreativen Richtung, verlassen gleich mehrere Executives das Projekt und somit beginnt das Projekt God of War TV-Serie komplett neu. Heißt, wir müssen uns noch ein ganzes Weilchen gedulden, bis Kratos im TV-Format das Licht der Welt erblickt. Auf welcher dieser Spieleverfilmungen freut ihr euch am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, wenn dem so ist. Damit könnt ihr mich supporten und ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.